Ja, wie kann man sich Apple Music kostenlos holen? Alles wird ja immer teurer, immer mehr Abos und da hätte man gerne doch länger als einen Monat oder eben 6 mit einem qualifizierten Gerät, ja, Apple Music kostenlos. Und ja, das funktioniert tatsächlich auch. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Und hier kann man sozusagen eine Abrechnung von mir sehen. Apple-Abo, 9,99 € waren das damals. Und dann habe ich hier 9,99 € zurückbekommen. Jetzt ein Euro teurer geworden, aber ja, 2 Pfandflaschen und dann ist das Ding schon wieder drin. Ja, wie mache ich das Ganze, zeige ich mal kurz und was die Voraussetzungen dafür sind. Ja, und zwar habe ich hier im Backend von meiner Kreditkarte, keine Angst, ich zeige euch, wie man die komplett kostenlos bekommen kann. Gibt einen kleinen Workaround und warum ich das kostenlos anbieten könnte, zeige ich euch auch gleich noch. Und zwar habe ich hier in meinen Perks, meine Vergünstigung, da kann man eine auswählen als eine kostenlose Variante. Und da habe ich hier Apple ausgewählt und dadurch bekomme ich das Cashback. Schauen wir uns aber erstmal kurz vielleicht Bluetooth selbst an. Und zwar sieht man hier 0 € in der kostenlosen Variante, 3% Cashback auf 250 € und ein Perk. Mit dem Perk kann man sich zum Beispiel Apple Music zum Beispiel holen oder auch viele andere Sachen. Wir haben jetzt in dem Fall mal Apple Music ausgewählt. Jetzt die Frage der von den meisten, ja okay, es gibt nichts geschenkt, erzähl mir nichts. Aber schauen wir mal bei ja OpenAI, wie es so neudeutsch ist, nach, wie Kreditkartenunternehmen Geld verdienen und warum die gar nicht so schlecht verdienen. Und zwar jedes Mal, wenn wir die Kreditkarte einsetzen, verdienen die etwas am Umsatz. Aber auch durch Partnerschaften oder eben durch Jahresgebühren. Und das ist alles sehr interessant. Genau das trifft nämlich auf Bluetooth zu. Und da sind die schon relativ profitabel. Also die haben einerseits natürlich hier die Abo-Modelle. Muss man nicht abschließen. Man kann hier komplett kostenlos sozusagen die Freebies mitnehmen. Dadurch machen die jetzt auch keinen Verlust, weil du machst ja trotzdem 250 € Umsatz mit der Karte vielleicht. Und darüber verdienen die einerseits natürlich wieder Geld. Dann, wenn sie natürlich neue Kunden durch Werbepartner, Partnerschaften bringen, dann verdienen sie wieder Geld. Genau, und dann ist das auch schon gar nicht so schlecht für Bluetooth. Und dass das ganz einträglich ist, sieht man ja auch bei Visa und Co., die Milliardengewinne machen und ja, sich damit eine goldene Nase verdienen und zu einer der bekanntesten Marken, der überhaupt gehören, Visa, Mastercard und wie sie alle heißen. Genau, wie funktioniert das Ganze im Detail? Ihr meldet euch einfach kostenlos an, basti@geheim.de, genau, macht dann Passwort, natürlich eure E-Mail-Adresse, die ihr sonst auch nutzt. Ja, wenn ihr euch dann eingeloggt habt und bei Perks seid, könnt ihr natürlich euer Cashback sehen, was ihr generell verdient habt. Ich habe da schon ein bisschen mehr, weil ich das schon länger mache und auch ein höheres Level. Genau, und dann könnt ihr Perks auswählen. Zum Start ist das einer, ich habe hier schon mehrere. Dann geht ihr sozusagen auf den jeweiligen Perk, den ihr wollt. Klickt da einmal sozusagen auf, den möchte ich haben, Apply und dann ist der sozusagen ausgewählt. Dann sieht man den hier. Der nächste Schritt wäre dann, die Kreditkarte bei Apple zu hinterlegen. Also ihr meldet euch einfach bei Apple Music an, wenn ihr schon drinne seid, kein Problem. Ansonsten einfach einen neuen Account machen, die einen Monat kostenlos mitnehmen. Dann bei den Accounterstellungen hinterlegt ihr sozusagen die Kreditkarte von Bluetooth. Alternativ geht auch schneller vielleicht bei PayPal einfach Bluetooth hinterlegen und dann kann man überall einfach mit seinem PayPal bezahlen, wie man das kennt. Genau, und dann erfolgt die Abbuchung und es sieht wie folgt aus. Genau, ihr seht es hier, dann wird von Apple abgebucht, es wird automatisch erkannt und es werden euch 10 € gutgeschrieben. Genau, und so könnt ihr das Cashback verdienen. Ansonsten haben wir alles auch nochmal Schritt für Schritt für euch aufgeschrieben, damit ihr es nachlesen könnt, wenn das zu schnell war. Genau, und ansonsten, wenn ihr meine Strategie wissen wollt, wie ich komplett sozusagen mir das Cashback hole, auch auf Versicherung, Miete und so weiter und so fort und mehrere 100 € im Monat, genau, habt ihr gesehen, dass ich ein paar Euro eingesammelt habe, ja, dann könnt ihr euch hier auch dafür kostenlos anmelden und mal meine Strategie holen und anschauen. In diesem Sinne, invest smart, bis zum nächsten Mal.